Alle kennen Minecraft und auch ich selber habe es ja schon ein paar Mal gespielt, wie ihr sicherlich wisst. Und heute werden wir Minecraft in ultra realistisch spielen. Bedeutet, wir besuchen diese Wüstenwelt oder diesen Wüstentempel und noch viele weitere Sachen und werden mal gucken, wie das in ultra realistisch aussieht. Und seht ihr diesen Villager da oben? Wenn ihr nicht innerhalb der 3 Sekunden auf den Like-Button drückt, dann wird er explodieren. 3, 2, 1, no! Oh mein Gott, er ist einfach explodiert, Freunde. Drückt noch auf den Up-Button und jetzt viel Spaß in der Folge. Also ich glaube, diesen Tempel hier vor uns kennt wirklich jeder von uns. Oder seid mir ehrlich, wenn ihr nicht kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich wundern, dass es auf jeden Fall so ein Sandschloss, das es hier in Minecraft gibt. Ich denke, Minecraft kennt ihr aber alle. Und hier darf man auf jeden Fall nicht hier in die Mitte treten, weil dann explodiert das. Saut das nämlich so TNT. Deswegen habe ich hier... Das hört sich gerade so an, als würde es schon hochgehen. Ich dachte gerade schon, oh mein Gott, mein Puls ging gerade schon hoch. Also da dürfen wir auf jeden Fall nicht drauf treten, weil da unter TNT ist. Und guck dir das mal an, Alter, wie krass das aussieht. Okay, also was genau, noch sieht es ja aus wie ganz normal Minecraft. Okay, aber was genau können wir jetzt hier machen und wie genau sieht das aus? Hier die Villager, ganz schön groß in echt, ne? Das ist ja sozusagen Minecraft in echt und die sind in echt ganz schön groß. Auch so Kakteen ganz schön groß. Was können wir hier noch machen? Hier können wir reingehen. Hier so ein Bücherregal, ja, so kennt man das. Doch, nee, guck mal, das sieht auch ultra realistisch aus. So die Bücher, guck mal, wie die so aussehen, das ist nicht nur ein Block. Und auch hier, guck mal, der betet hier, oder? Ha! Was? Was kann ich hier? Nein! Oh Gott, ich muss ihn schnell verstecken. Die anderen, okay, das sieht so aus, als würde er schlafen. Die anderen Bewohner dürfen nicht sehen und erst recht nicht der Eisengolem, wenn hier einer sein sollte, dass ich den Typen gerade gekillt habe. Was genau ist hier in diesem Raum drin? Wir schauen mal. Oh, der schläft hier. Warte mal, okay, jetzt würde mich mal interessieren, kann ich jetzt hier nur Sachen mit dem machen? Ich nehme hier einfach mal hier das. Der brennt! Wow! Alter! Oh Gott! Schnell löschen! Löschen! Ich meinte es doch nicht so! Ich meinte es doch nicht! Alles gut! Hier, Feuerlöscher! Und drauf! Alles löschen, alles gut. Alles entspannt, alles entspannt. Kriegen wir alles gelöscht? Nein! Es brennt sich durch. Es brennt sich hier durch den anderen Raum. Oh, verdammt. Der Bibeltisch. So, okay. So sollte eigentlich alles wieder klar sein. Ich glaube, es fällt hier nicht ganz so auf. Kann ich hier mit fliegen? Lol. Ich kann hier mit fliegen mit dem Ding. Wie krass ist das denn? Und jetzt sieht man das ganze Teil überhaupt erstmal von oben, ne? Oh Gott, alles gut. Okay, alles entspannt. Okay, okay, okay. Also, warte mal. Wir gehen mal weiter. Was können wir hier noch machen? Auch das Licht und so. Wie krass das einfach aussieht in echt, ne? Hier, was passiert, wenn wir hier unten eine Bombe platzieren? Ich bin gespannt. Ja, okay, okay, okay. Ich meine, ja, sieht schon viel, viel realistischer aus als in Minecraft, ne? Hier drin war auch so ein Bett und da ist noch so eine Treppe nach oben. Okay, komm, wir gehen mal nach ganz oben. Oder warte mal. Ach, ich fliege gar nicht durch den Feuerlöscher. Das war mein Jetpack. Ich habe das noch an. Ah, gar nicht mehr gecheckt. Und guck mal, hier ist so eine Kiste. Was da wohl drin ist. Ich bin gespannt. Wir finden es heraus. Oh! Okay, was war da jetzt drin? Gar nichts. Okay, da war gar nichts drin. Perfekt, alles klar. Egal, wir warten mal hier rauf, weil der Villager, der will, glaube ich, ein bisschen Stress oder so. Na, mein Freund, was willst du? Soll ich dich mal nehmen und dann, ich lasse dich einfach, ich mach gar nichts. Ich lasse dich nur einmal runterfallen. Und ja, damit ballert der Villager hier in den Boden rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die irgendwie nicht ganz ansprechbar sind, die Villager oder so. Kommt mir fast schon so vor, als wären die Villager tot. Oder als würde hier die Zeit stillstehen. Bam! Mach's gut, Villager, mach's gut. Okay, wir gucken weiter. Also ich sag's euch wirklich, also so realistisch habe ich Minecraft wirklich noch nie gesehen, ne? Ich würde sagen, wir gehen weiter. Irgendwo hatte ich hier so einen Schweinestall gesehen. Da! Da, ich erkenne noch meine Schweine am Gang. So, da verstecken die sich doch. Ich gehe mal hoch hier. Und warte mal, ich muss nur einmal kurz gucken. Ah, hallo, wie geht's euch? Hoppla, ich wollte eigentlich nur das Tor aufmachen und baller hier einfach komplett rein. Wie geht's euch? Heute ist Schlachttag. Das war's mit dir, du Schwein. Du wirst halbiert. Halbiert. Hä? Also irgendwas mache ich hier doch auch noch falsch. Hier? Oh Gott. Oh Gott. Okay, jetzt hat's funktioniert. Aber ich mach's hier noch einmal. Und das war's mit Piggy. Mach's gut. Okay, 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 das Schwein ist tot. Haben wir auch gesehen, alles klar. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Villager hier am Start. Ich würde sagen, wir nutzen mal die Chance aus und werden mal die Villager ein bisschen... So! Das war's mit den Villagern! Es reicht mir mit diesem blöden Minecraft-Dorf! So, das war's. Und hier das blöde Schloss. Da kann ich auch nichts zu sagen, außer das! Boom! Hier, bam! Und nochmal! Und nochmal! Sehr schön! Okay, sehr, sehr gut. Das war es schon mal hier mit dem Schloss auf jeden Fall.
Was haben wir da hinten noch? Habe ich da noch jemanden laufen sehen gerade? Hier da oben den Turm, den können wir auch nochmal hops nehmen. So ist ja nicht. Hier drin, ja, ich wusste doch, dass hier jemand drin... Ah, das war das von vorhin. Da sollte ich eventuell meine Fingerabdrücke verwischen. Bam! Und nochmal! Und nochmal! Sehr gut! Weg mit euch! Okay, okay. Ich habe gar nichts gemacht. Guck mal, wie das einfach hier aussieht. Okay, das sieht echt ziemlich, ziemlich krass aus. Aber mich würde jetzt nochmal interessieren, ist jetzt hier drin... Oh Gott. Ist jetzt da unten drunter wirklich dieser... War da gerade ein Villager? Boom! Wo sind noch mehr Villager? Sind das da auch welche? Boom! Oh Gott, ich glaube, das war es jetzt echt mit allen Villagern hier im Dorf. Alter, die haben wir einfach in 1000 Teile zerballert, ne? Ich sehe jetzt hier auch gar keinen mehr, oder seht ihr noch einen? Wenn ihr noch einen seht, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ja, doch, da sehe ich doch noch einen, oder? Das da, ist das eine oder ist das eine Kuh oder sowas? Ja, ich glaube, das war's. Und wieso fliege ich so hoch? Ich mach doch gar nichts. Da unten sind die Kisten und wir gehen einfach mal drauf auf die... Hä? Da passiert ja gar nichts. Minecraft in ultra realistisch, aber es passiert nichts. Und guck mal, jetzt sind wir hier einfach die Kiste. Und damit können wir noch ein paar Sachen machen. Wir können zum Beispiel... Ja, wir können damit zum Beispiel rumfliegen. Also ich habe jetzt so eine neue Waffe. Telekinesis, damit kann ich mich verwandeln in das Objekt, das ich angucke. Und nicht nur das, ich kann auch noch das zum Beispiel machen. Hier, bam! Jetzt dreht sich das von alleine. Dann kann ich noch das drücken. Dann explodiert das. Und ja, das war's. Hallo? Jetzt ist es aber ganz schön dunkel. So, wie komme ich jetzt hier... Wo, vor allem, wo bin ich jetzt? Hallo? Hallo, hört mich hier jemand? Ich bin gefangen, verdammt. Boah, wo bin ich denn jetzt gerade aufgewacht? Auf jeden Fall in irgendeinem anderen Village. Und auch das kommt mir ziemlich bekannt vor. Sieht aus wie so ein Walddorf oder so. Okay, und was genau können wir hier machen? Hier vielleicht? Das gleiche wie eben. Und warte mal, mir fällt jetzt auf, wie klein ich eigentlich bin. Bin ich irgendwie so ein Mini-Stevie oder sowas? Das könnte ja gut sein, anscheinend. Aber auch hier kann man einiges machen, glaube ich. Wie zum Beispiel dieser Rasen, wo man nicht mal durchgehen kann, sondern... Ja, auch der sieht ziemlich realistisch aus. Auch das Feuer da oben und so. Jetzt interessiert mich mal, was passiert, wenn ich hier so einen Brand lege. Zum Beispiel so. Angenommen, ich zünde jetzt hier ein bisschen die Häuser an. Sowas in die Richtung. Hier, da oben noch ein bisschen hier. Jetzt ein bisschen mit dem Flammenwerfer rumspielen und so. Guck mal, hier sogar richtig der Ofen und so. Können wir doch drauf zugreifen? Und da müsste doch eigentlich Lava drin sein, oder nicht? Oder war da immer Wasser drin? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Hier. Okay, das Feuer verbreitet sich auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich realistisch, ne? Guck, wie das auch aussieht. Also, ich habe Minecraft noch nie so realistisch gesehen wie hier. Auch hier dieses, wie sich einfach alles komplett verbreitet. Also, oh mein Gott. Also, seid ehrlich, Freunde, müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, kennt ihr das oder kennt ihr das nicht? So realistisch. Es gibt ja auch so Mods und so, die man spielen kann. Aber, ja, dieses Mal ist es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich realistisch geworden, muss ich gestehen. Und ich würde sagen, wir gucken einfach noch, bevor ich hier so viel rumquatsche, was wir noch entdecken können. Wo ist denn das Wasser hin? Ist hier eine Trockenperiode oder was? Aber hier siehst du das Wasser. Guck mal, wie realistisch das aussieht. Das kriegt man, glaube ich, so... Oh mein Gott. Das kriegt man, glaube ich, sonst echt nur mit so Optifine oder irgendwelchen Mods, die du für Minecraft installierst. Guck mal, wie krass das einfach aussieht. Okay, also ich würde sagen, wir testen noch mal ein paar Waffen hier in dem Spiel. Wie zum Beispiel hier die Shotgun an diesem Baumstamm. Ja. Die werden wir auch komplett ausprobieren hier. Alles klar, so richtig, ja. Also es sieht realistisch aus, aber so richtig Sachen machen können wir hier auch nicht, ne? Also irgendwie so rumlaufen oder irgendwie... Also rumlaufen, ja, aber halt irgendwie so Sachen craften, irgendwelche... Guck mal hier, das sieht auch immer... Die sehen alle tot aus, die Tiere. Aber immerhin hier geht das Tor schon mal auf. Auch ziemlich gut. Wir wollen nicht, dass die Tiere abhauen. Machen wir mal wieder zu hier, ganz vorsichtig. So, bam, ist zu das Teil. Und guck mal. Okay. Hier die Einfach das Gehirn. Ja, moin. Auch das habe ich noch nie gesehen. Eigentlich, die lösen sich ja immer Luft aus. Aber, ja, hier nicht. Auch hier das Gehirn einfach am Start. Das Schweinegesicht am Start. Und bam! Das war's. So, das war's mit den Schweinen. Jetzt müssen die hier noch... Oh mein Gott, guck mal, sogar das ganze Gerippe sieht man, ne? Ich sag's euch. Zu krank gemacht. Wirklich zu krank gemacht. Also, habe ich so noch nie gesehen. Und wir gucken mal noch mal ein bisschen weiter. Das Feuer verbreitet sich da hinten. Wird ziemlich, ziemlich groß. Ich habe hier auch noch eine Bananenpistole. Damit kann ich so Bananen schießen, die explodieren. Okay, sehr gut, wir gehen rein. Und guck mal hier, der Ofen. Da könnte man sich doch auf ganz entspannt irgendwas brutzeln. Ist doch auch lecker, schmeckt doch auch gut. Hier irgendwo noch was? Okay. Ich glaube, das war's aber eigentlich. Villager sehe ich hier gar nicht. Also die scheinen schon verscheucht worden zu sein hier aus dem Dorf oder so. Ja, kann ja sein, dass sowas passiert. Hier, komm, wir machen hier einfach mal ein paar Bomben ran. So, und... Und damit haben wir das Haus, glaube ich, fast schon... Nein!
Nein, ich war zu dicht an den Bomben dran, verdammt. Da bin ich einfach schon wieder draufgegangen oder irgendwie wusste nicht, wo ich hin soll. Und jetzt wache ich auf und sehe das hier. Einen riesigen Creeper, riesige Minecraft-Tiere. Und so, wann gibt es denn so Pandas in Minecraft? Das wüsste ich aber, oder? Da gibt es ja, oder so einen Fuchs. Das wäre mir neu. Also ich kenne halt nur den Creeper. Und deswegen testen wir auch aus, wie viel der Creeper aushält. Wenn ich ihm zum Beispiel hier eine Rakete reinballer, dann wird er... ja, das juckt ihn eigentlich gefühlt gar nicht. Und vor allem wie groß so ein Creeper ist, ne? Ich sag ganz ehrlich, wenn ich nachts im Bett liege und da kommt ein Creeper in mein Zimmer, dann hätte ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen Angst. Können wir hiermit noch irgendwas machen mit dieser... okay, das würde auch nichts bringen. Mit dieser Hand können wir halt so Sachen greifen, aber das bringt auch nichts. Hier mit der Railgun können wir aber durchschießen durch die Creeper. Also dagegen... wobei, nicht mal mit der Railgun... eigentlich kannst du mit der Railgun immer überall komplett durchschießen, aber guck mal, da passiert... was ist das denn? Das ist ja so ein Büffel oder sowas. So ein Zyklop. Oder irgendwie so ein Büffelauge oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, da hinten ist noch einer. Boom! So, ich würde sagen, komm, wir kümmern uns weiter um den Creeper. Wir nehmen einfach mal den Disruptor und... wie viel Schaden macht denn der? Und hier oben auch nochmal auf den Kopf und boom, das war's mit dem und das auch. Okay, komm. Du Büffelauge. Du darfst es nicht gesehen haben. Das war's mit dir. Es laggt ohne Ende. Aber dafür zerstören wir alle möglichen Objekte. Und hier auch nochmal. Bam. Sehr, sehr gut. Komm, auch du. Komm, hier auch nochmal. Sehr schön. Und hier der Creeper-Freund, der guckt uns auch schon so komisch an. Der denkt sich auch schon so. Psch, psch. Ich habe einen ermordet hier und einfach nur meinen ersten Kunden reingelassen. Dieser ist hier doch komplett durchgedreht und alles kaputt gemacht. Wenn ihr es nicht erwarten wollt, guckt das Video bis zum Ende. Und damit ist die Mall für diese Stadt eröffnet. Hey, du da unten und du bist der Erste, der in die Mall reingehen darf und sich das angucken darf. Das ist ja richtig cool, ich bin der Erste. Oh ja, und wenn du alles cool findest, dann gehört dir dieser Monster Truck. Was? Oh. Der ist dann einfach danach meiner? Ja, vorausgesetzt, du lässt auch alles heil und machst da nichts kaputt. Ja. Nichts anfassen, ist gerade neu alles. Okay, ich dann bin komm ganz mal mit, dann komm mal mit, Jüngchen. Ich zeig dir mal hier ein bisschen die Mall, sogar krass mit einer Drehtür. Cool, oh ja, das bitte denn? Das Glas nicht berühren. Das wurde gerade eben erst... hallo, passen wir zu zweit überhaupt rein? Das wurde gerade eben erst geputzt, ne? Deswegen? Ich hoffe doch. Okay, kommen Sie hier mal mit rein. Hier drinnen gibt es nämlich was ganz, ganz Tolles für Sie. Und zwar dürfen Sie jetzt hier gleich mit rechts am Glücksrad drehen, wenn Sie einmal nach unten ziehen dabei. Und wenn es auf Rot landen sollte, habe ich eine tolle Überraschung für Sie. Okay. Ich zieh dran, okay? Ja, ziehen Sie dran. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen. So, auf Rot muss oben sein. Ja. Oh mein Gott, okay, wird Rot go oben schon sein? Go. Oh mein Gott. Nein. Oh. Hab schon noch ein bisschen. Oh nein! Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der macht's spannend hier, Und das war's es leider. Ist blau oben. Okay, wo kommen, wollen Sie nochmal probieren? Wollen Sie nochmal probieren oder was? Einmal noch. Okay, Rot. Oh. Ich drücke Ihnen wirklich die Daumen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Da kommen Sie. Bitte. Oh, ja. Oh, nein. Leider gelb. Das tut mir leid. Weißt du, was sie bekommen hätten? Diesen Ferrari hier. Nein. Ja, den hätten sie ja noch zusätzlich bekommen. Aber leider Chance vertan, ne? Selbst schuld. Okay. Na gut. Okay, dann gehen sie weiter. Also, wenn sie einen Bescheid wissen, hier sind die Toiletten. Da würde ich ein bisschen aufpassen. Die sind nämlich noch neu. Die sind nämlich gerade unter Reparatur. Da wird gerade noch gebaut. Hallo, hier wird gerade noch gebaut. Nicht einfach so raufgehen. Hier wird gerade noch gebaut. Ich muss auf Toilette. Aufhören, nicht einfach so auf Klo gehen hier. Bitte kommen Sie wieder raus. Immer mit der Ruhe. Die sind ja richtig... Hören Sie auf! Aua! Die Klos sind gerade neu, habe ich Ihnen eben schon gesagt. Jetzt kommen Sie hier bitte raus aus dem Klo. Okay. Außerdem war das Frauenklo. Das war das Männerklo. Ich weiß. So, kommen Sie raus hier. So. Alles gut, Mann, so, musst du bitte nichts anfassen. Ich hatte es eben gesagt. Ich wollte doch nur ganz kurz Lulu machen. Alles entspannt, okay. Kollege. Kommen Sie hier rein, und zwar gibt es hier einfach Fahrräder. Ja, also... oh, ja, okay. Wenn Sie sich... ja. Sag mal, haben Sie das gerade berührt hier? Haben Sie gerade das pinke Fahrrad hier berührt, oder was? Nein. Nein. Das würde, berühren, ich würde das niemals berühren. Berühren Sie bitte nicht das pinke Fahrrad, weil sonst kippen die nämlich alle um. So, was haben wir hier vorne noch? Hier können Sie, gibt auch einen Snackautomaten, ne? Ja. Was haben Sie gemacht hier? Was? Nichts. Die haben doch hier... guck mal, was Sie machen da! Sag mal, was machen Sie denn? Das ist wegen Ihnen! Was haben Sie gerade gemacht? Ja, aber das ist trotzdem wegen Ihnen. Na gut, okay, dann drücke ich nochmal ein Auge zu. Haben Sie Hunger auf einen Snack? Das können Sie sich nämlich hier vorne am Automaten holen. Aber ich sehe gerade außer Betrieb. Der ist gerade außer Betrieb. Wie außer Betrieb? Ja, der geht halt. Hier. Mal gucken. Der geht halt gerade nicht. Aber Sie machen ja nur Faxen hier bei mir in der Mall. Na gut, okay. So, dann kommen Sie mal hier bitte hin. Hier ist nämlich eine Apotheke. Hier vorne. So, hier kann man sich Pharmazie kaufen. Und hier hinter Ihnen. Oh yes, was ist einfach hier? Ein Friseursalon, ne? Also wenn Sie mal zum Friseur wollen, können Sie das Ganze hier tun.
Und das Coolste kommt jetzt alles erst alles noch. Klar. Ne? Guck mal, hier vorne. Ja, hier ist einfach eine Bäckerei. Da gibt es auch lecker, leckere Kuchen. Ne? Aber jetzt gerade ist noch nichts am Start. Deswegen dauert das noch ein bisschen. Mhm. Und hier vorne können Sie. Was machen Sie da? Hey! Was? Sag mal! Die Donuts sahen bombastisch aus. Spinnen Sie? Was machen Sie denn hier? Wieso schießen Sie auf einmal auf meinen Kuchen rauf? Das war aus Versehen. So, guck, das war raus. Sie kommen jetzt sofort raus. Hey, hört Sie auf! Das war aus Versehen. Nee. Ich wollte so demonstrieren. Gewahrsamzelle! Gewahrsamzelle! Du kommst jetzt in die Gewahrsamzelle! Nein. Doch, und zwar sofort! Hey, komm her jetzt hier! Lass mich in Ruhe! Jüngchen! Lassen Sie mich in Ruhe! Wo bist du? Wo bist du? Oh mein Gott! Wo bist du? Oh mein Gott, das... Hä? Wo sind Sie? Au! Was machen Sie da? Was machen Sie für Sachen? Das Auto, das war gerade neu, aber ich hab doch gesagt, nicht anfassen! Okay. Kommen Sie mit. Alles gut. Ich sehe Sie hier. Denken Sie, ich sehe Sie nicht? Okay. Jetzt schießen Sie auch noch. Okay, tut mir leid. Okay. So, jetzt hören Sie auf. Wir können die Tour weiter fortführen. Ja, gut. Okay. Dann hören Sie zu, hören Sie zu. Hier ist einmal so ein Fastfood-Laden. Und das Coolste kommt ja überhaupt jetzt erst noch. Und zwar dieser... Spüren Sie da Graffiti? Wo sind Sie? Nein. Spüren Sie Graffiti hier? Das würde ich niemals tun. Ich habe gerade eine Spüldose gehört. Hier haben Sie gerade Graffiti rangespült. Die Farbe ist ja noch frisch. Hey, das ist der Golden Nugget. Kennen Sie das nicht? Die Farbe ist frisch, Kollege. Die Farbe ist nicht frisch. Die Farbe ist ganz frisch. So, das reicht mir. Okay, hier ist für Sie abgesperrt. Hey. Da ist für Sie abgesperrt. So, okay, Sie können jetzt da drin bleiben, das ist mir ganz egal. Was machen Sie? Was machen Sie denn da, sag mal? Lassen Sie mich raus, da ich verwüste ja alles. Wissen Sie was? Okay, alles klar, ich lasse Sie raus. Hier, bitteschön. Okay. Und Band durchgeschnitten. So, geht das? Ja, okay, danke. So, danke, ja. Kein Problem. Hat geklappt. Okay, weiter geht's. Guck mal, hier vorne gibt es auch noch Boote. Bitte benehmen Sie sich. Aber das ist natürlich das Krasseste kommt jetzt erst. Hallo? Nix. Haben Sie gesprüht? Was denn? Legen Sie auf lustig Feuer hier oder sowas, ne? Das ist ja gut. Nein, okay. Mach ich nicht. Keine Pass auf, pass auf. Ich möchte Ihnen mal was zeigen. Und zwar haben wir hier vorne noch das Mall-Museum, ne? Das ist nicht ganz ohne. Dafür muss man nämlich hier hin, so. Und Sie sehen es eventuell schon. Hier sehen Sie alle möglichen Bilder über die Mall, ne? Wie die gebaut wurde, pipapo. Oha, das ist echt richtig verrückt. Ich lasse Sie jetzt erstmal kurz eine Minute allein. Ey, ein Monitor ist außer Betrieb gerade gegangen. Hey, der war doch eben gerade heile. Okay, warte mal. Da muss ich Handwerker Willi Bescheid sagen. Keine Sorge. Ja, okay, danke, dass Sie Bescheid sagen. Okay, sagen Sie ihm Bescheid. Ich gehe mal ganz kurz in den Security-Raum. Machen Sie mal bitte keine Faxen jetzt. Ich komm. Sag mal. Haben Sie. Hat das einen Sinn? Ich glaube, jemand ist gerade innen drin. Ich glaube, jemand. Au! So, Sie gehen jetzt weg. Gehen Sie, so, ich gehe in den Security-Raum. Ich muss mich hier mal kurz um ein, zwei Sachen kümmern. Und Sie machen bitte keine Faxen in der Mall, okay? Nein, würde ich niemals tun. Dass da noch irgendwas kommt oder solche Monster. So, nein, natürlich nicht. So, okay, hier vorne, was können wir hier machen? Günther, hast du schon die Energie aufgeladen? Fitnessbereich. Okay, hat er anscheinend gemacht, alles klar. Wo ist denn Günther? Alle wieder nicht am Arbeiten hier, oder was? Hier, Günther, bist du hier? Nee, auch nicht. Was war das für eine Explosion hier? Was war das? Da war doch eine Explosion irgendwo. Hey, hier brennt es! Einmal bitte Feuerlöscher auf Gang 4, einmal bitte Feuerlöscher Gang 4, bitte. Sag mal. Okay, Feuerlöscher. Was ist denn hier passiert? Waren Sie das hier, oder was? Hier hat es gerade gebrannt auf einmal. Ich war gerade einen Burger holen. Ja, okay. Ich glaube, hier war gerade ein Einbrecher oder sowas. Einbrecher? Sind Sie sich da sicher? Sehr sicher. Okay, dann ist ja alles in Ordnung. Gut, dann holen Sie sich einen Burger in aller Ruhe. Ich gucke nochmal draußen. Muss nochmal was abchecken draußen. So, wo sind Sie denn? Ach, da sind Sie. Hier. Alles klar. Ja, sehr gut. Ich wollte mir gerade ein Boot kaufen. Und Sie müssen, glaube ich, machen Sie das ruhig. Kaufen Sie ein Boot. Sie müssen bloß den Hammer in der Hand behalten, weil sonst sieht Ihre Hand ganz, ganz komisch nach oben aus. Ne? Hey! Okay. Das habe ich jetzt gesehen. Was denn? Das habe ich jetzt gesehen. Das habe ich jetzt gesehen. Nee, bleiben Sie bitte. Hören Sie auf. Jetzt brennt das hier. Feuerlöscher Gang 2. Sag mal, also ich muss immer nur hinter Ihnen herräumen. Sag mal. Guck mal, ich krieg's gar nicht gelöscht. Das Boot war einfach on fire, muss ich sagen. Ich glaube, dass Sie hier einfach so Sachen anzünden. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Was denn? Ich gehe jetzt mal kurz hier nach draußen. Alles entspannt hier, Kollege. Wo sind Sie jetzt? Wo sind Sie rausgegangen? Hier vorne? Hier? Okay. Hier war mein Auto. So, ich muss einmal, kurz hier... Ja, Sie haben doch noch einen Monster-Truck. Dann holen Sie sich den Monster-Truck hier vorne ab, okay? Ich würde mal gerne den Monster-Truck... Was ist das denn da? Was ist das denn? Das kenne ich nicht. Machen Sie ruhig. Was ist das? Sieht aus wie ein... Sieht aus wie ein Zombie von Walking Dead. Fernseh-Zombie oder so. Oh mein Gott. Blöder Zombie! Okay. Oh Gott.
Oh Gott. Wow! Okay, wow. Der Fernseher ist auf jeden Fall. Guck mal, hier, da leuchtet gar nichts mehr. Der Fernseher ist aus. Ich glaube, der Fernseher ist aus, oder? Oh mein Gott, okay, das Ding ist komplett Schrott. Alter. Ja, das Ding ist echt komplett kaputt. Hier gegangen. Noch ein bisschen Knochen für sie über. Bitteschön. Sag mal! Die Allee, wurde eben gerade erst gepflanzt. Ja, so, sie benimmt sich jetzt mal ein bisschen. Ja, mein Gott, muss ich Ihnen alles erklären, oder was? Nein, alles gut, alles gut. Ja, alles entspannt, alles entspannt. Wo sind sie? Wo sind sie? Alles gut. Was machen Sie denn da? Steigen Sie aus! Ihre blöde Maul! Steigen Sie aus! Was machen Sie denn? Oh mein Gott, die Maul ist doch gerade neu. Es ist der allererste Tag heute. Es ist der allererste Tag. Ihre blöde Maul. Gehen Sie aus dem Auto sofort da raus. Was machen Sie? Das habe ich. Sie kommen her. Sie sind festgenommen. Hier spricht die Polizei. Das ist Security-Bereich. Raus hier. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Wo sind Sie? Sind Sie hier irgendwo? Sind Sie rausgelaufen? Sie werden mich niemals finden. Wo sind Sie denn, hä? Sind Sie versteckt hier irgendwo oder was? Ich kann nicht glauben, dass Sie einfach hier reinkommen mit einem LKW in meine Mall. Die ist einen Tag alt. Gucken wir mal, ob wir die hier irgendwo sehen. Nee, die funktionieren auch alle gar nicht mehr, sehe ich gerade. Ich höre hier Feuer. Okay, ich löse, glaube ich, lieber mal den Alarm aus, oder? Bringt das was? Ja, hier ist nur zu Feuer, Sir. Alles gut. Ich rieche doch auch Rauch. Ich höre doch... Sag mal, hier brennt ein Regal. Wo brennt ein Regal? Wo sind Sie denn? Mitten im Supermarkt brennt ein Regal auf einmal aus dem Nichts. Das waren doch Sie. Das war doch locker Sie. Das war ich nicht. Na gut. Hä? Sag mal, also ich glaube, mein Schwein pfeift. Stehen bleiben, wo sind Sie jetzt? Ha, ich bin versteckt. Sie werden mich niemals finden. Okay, sind Sie hier drin? Ich hab hier... Hier brennt es ja auch im Lager. Also wirklich, Sie zünden ja hier überall was an. Sag mal! Jetzt habe ich Sie. Jetzt können Sie nicht überleben. Wo sind Sie? Wo sind Sie, hä? Sie hier versteckt irgendwo? Oh mein Gott, was geht hier ab? Wieso? Das ist gar nicht gut. Oh mein Gott. Hä? Was machen Sie da? Was machen Sie denn da? Die ganze Mall brennt! Was machen Sie? Nein, noch nicht alles. Hey! Sie, komm her! Sie zünden sie! Ich wusste, dass sie das sind! Oh! Oh! Au! Meine Fahrräder, nicht die! Aua! So, sie hören auf hier! Ey, wieso soll ich das jetzt alles löschen? Also erstmal werde ich jetzt hier... Nein, ausschalten. Au! Hey! Sie sind doch völlig irre! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Was? Wenn Sie gerade wüssten. Sind Sie hier auf Klo? Sind Sie auf Klo gelaufen ganz schnell? Hören Sie es? Ja, ich höre hier nichts. Kann man hier nicht mal eine Ruhe auf Klo gehen, eine Minute oder was? Hören Sie es? Mein Fahrrad. Mein Fahrradgeschäft. Meine schöne Maul, die ist ja komplett Schrott jetzt. Nein, noch ist sie nicht Schrott. Alles entspannt. Haben Sie denn gemacht, sag mal? Sie sind ja völlig am Durchdrehen. Es gibt da noch, schlimmere Dinge. Sagen wir nur so, ne? Wo sind sie, Wo sind sie versteckt? So, Sir? Hier nochmal löschen. Ja, wo sind sie jetzt? Wo sind draußen sie, läuft etwas rum. Wieso, was soll draußen sein? Hier oder was? Ich will sie ja nicht beunruhigen oder sowas. Wieso wackelt der Boden hier so komisch, hä? Yo, was ist denn das? Ja. Ist das ein T-Rex? Das sieht aus wie ein T-Rex. Passen Sie auf, der T-Rex ist hier sogar die Lampen auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht der da? Der haut ja komplett die Lampen kaputt. Alter, der geht ja völlig durch. Nehmen Sie mich mit! Völlig durch. Nehmen Sie mich mit! Ich steig ein bei Ihnen! Ja! Fahren Sie! Oh mein Gott, Sie sind ja völlig irre. Warte. Fahren Sie! Rammen! Ja! Oh mein Gott, raus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was machen Sie da? Passen Sie auf! Laufen Sie! Oh Gott! Schnell weg! Oh Gott! Auf einmal kommt der Tür auf! Das ist unser beides Problem! Wir müssen den irgendwie besiegen, den T-Rex! Okay, warte. Oh mein Gott. Passen Sie auf! In die Maul rein. Nein, nicht meine Maul. Nicht meine schöne Maul. Oh mein Gott. Die Maul war doch gerade neu. Alter, das komplette Ding ist egal. Ey, du blöder T-Rex. Nimm das. Ich muss ihn irgendwie anzünden oder sowas. Geht das? Oh mein Gott. Warte, kann man hier... Brenn, du T-Rex.
brennt! Oh ja, ich habe ihn angeschossen. Ja, nochmal. Ah. Warte, ich bind ihn fest. Oh, die Beine. Okay, ich habe ihn festgebunden. Oh, was macht er da? Er ist festgebunden. Alter. So, er kann nicht mehr laufen. Abfeuern, er auf den Kopf. Wieder. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Los. Auf den Kopf. Weiter. Auf die Beine. Der kann nicht mehr lange. Ja. Ja, ich habe den Bein tot gemacht. Sehr gut. Gemacht. Sehr, sehr wichtig. Oh. Alter, auf einmal kommt hier so ein gruseliger Riesen-T-Rex an, Alter. Ich weiß, das halt. Und sie, komm auch ins Gefängnis. Hey, was soll das? So. Hey, kommen Sie her. Yeah. Was machen Sie, hä? Was machen Sie? Oh mein Gott, Sie sind der Zugfresser. Nein, meine schöne Maul. Ich kann nicht mal rein. Meine ganzen Reifen kaputt. Da sind sie, ich sehe sie. Achtung. Oh Gott, ich zünde ihren billigen Laden an. Jetzt reicht's mir. So. Jetzt gibt's richtig... Der brennt. Nee. So weit kommt's noch, dass sie jetzt da noch irgendwas falsch machen. Ja, dass sie noch irgendwas kaputt machen. Hey! Aufhören! Ich werde es zum Einstürzen bringen. Hören Sie sofort auf. Ich komme jetzt zu Ihnen. Jetzt geht's richtig. Jetzt alles einstürzen. Bam! Bleiben Sie stehen! Ach, komm! Bleiben Sie stehen! Ah, ja! Sie hören auf und gehen ins Gefängnis! Ein. Zug! Du wirst jetzt aufgehalten! Wow! Heute wird es richtig, richtig wild. Wir werden versuchen, in Teardown einen Zug aufzuhalten und mal gucken, wie das Ganze wird. Ich weiß auf jeden Fall, man kann ihn aufhalten. Wir werden zum Beispiel irgendwelche komischen neuen Waffen auspacken. Wir werden mit Autos auf die Schienen fahren, auf die Gleise und auch noch ein paar Sachen auf die Gleise legen. Also es wird richtig, richtig lustig. Guckt das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Es lohnt sich, Freunde. Haut gerne auf den Like und auf den Abo-Button. Und jetzt viel Spaß! Okay, ich würde sagen, ich gehe einfach mal rein hier in den Spaß und ihr seht es hier schon, hier sind so ein paar Fahrzeuge. Zu denen kommen wir aber später. Ich würde sagen, wir fangen erstmal easy an. Hier seht ihr so einen Bahnübergang, also ich denke, die Bahn kommt gleich. Dann lasst uns doch einfach mal anfangen, indem wir hier so ein paar Holzbretter irgendwie platzieren oder so. Ich meine, die kann man ja, da kommt der Zug schon. Und reicht das schon? Ja, okay, ihr seht es, da fährt der Zug also mal auf ganz entspannt drüber. Naja, das hat jetzt nichts gebracht, aber vielleicht ein paar mehr Holzbretter oder so. Und ihr habt es eben auch schon gesehen, der Zug ist ziemlich, ziemlich lang, ne? Also nicht ohne. Guck mal, so, wir können das mal so ein bisschen platzieren. Hier machen wir noch so ein bisschen hier. Wow, okay, alles klar. Also Holzbretter, Freunde, bringt auf jeden Fall gar nichts. Dann würde ich sagen, wir nehmen einfach mal ein Auto. Alles klar, nehmen wir einfach mal den Pickup so, fahren hier auf die Gleise drauf. Okay, so, platzieren das Auto mal. Oh, ein bisschen zu weit. Oh Gott, aber sollte vielleicht so reichen. Okay, komm, wir gucken mal und... Wir gucken uns das natürlich in Slow Motion an. Und das Auto wird... Jo, und der Zug, was macht der Zug? Okay, also das Auto reicht anscheinend schon, um den Zug zum Entgleisen zu bringen. Oh Gott, guck mal, da hat er richtig Spannung da hinten, ne? Jo, okay. Und weiter geht's hier. Okay, also, ihr habt es gesehen, der Pickup reicht also aus. Aber hier die noch nicht, ne? Ne, die gehen noch. Also, das Auto hat es schon mal geschafft. Aber was macht denn hier der Linienbus? So, wird der es auch schaffen? Das ist die Frage. Diesmal stellen wir uns mal so mittig hin, dass der Zug hier so mittig kommt. Wir können ja mal hier oben drauf gehen und mal gucken. So, also, da kommt der Zug angefahren. Hier, wir machen Slow-Mo und... Bam! Jo, er cruist durch. Ja, da kann man nicht mehr viel machen, ne? Da kann man nicht mehr viel machen. Ihr seht das hier. Ihr seht hier, was passiert von oben. Ein bisschen sieht man das. Jo, da fährt der Zug lang. Und komm, wir gucken uns wieder schnell an. Oh, und jo, alles klar. Der Zug auch entgleist, aber auch nicht alle Waggons. Weil Ziel sollte heute sein, alle Waggons zum Entgleisen zu bringen. Okay, dann lasst uns hier einmal den Pickup platzieren. So. Okay, so haben wir. Und jetzt auch noch zusätzlich den Bus. Vielleicht reicht das ja. Hier fahren wir drauf. So sollte reichen. Wir gucken, da kommt schon die Bahn. Okay. Und wieder Slow-Mo. Und... Ja, sie geht wieder hoch vorne. Die kommt auch nicht auch immer mit Speed angefahren da, ne? Also ist schon ziemlich crazy. Geht hoch vorne. Wir gucken mal schnell. Aber diese... Ja, ne, guck mal, gar nicht entgleist, oder? Sieht ja ganz gut aus, oder? Ich glaube... Ah, doch, ne, da hinten entgleist die Bahn. Ja, gut, okay. Also entgleist wieder, aber... Auch nicht alle Waggons wieder, ne? Dann müssen wir noch ein bisschen improven. Dann lasst uns doch einfach mal anfangen mit irgendwelchen Waffen, die wir nehmen. Also wir können anfangen hier mit so einer Rohrbombe. Ich zeige euch einmal, wie das aussieht. So. Ja, so sieht das aus. Die werde ich gleich so schmeißen, dass sie unter dem Zug explodieren. Und zwar ein paar mehr. Nämlich jetzt. Okay, da explodieren sie. Jo, ihr seht es hier. Und... Oh Gott. Okay. Wow, yo. Oh mein Gott, nein. Okay, alles gut. Also, den hat es auch auf jeden Fall erwischt. Wir können hier nochmal ein paar Bomben hinschmeißen. So.
Nee, das bringt nichts mehr, okay. Aber auch wieder nicht alle Waggons, Freunde. Ey, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Ich habe auch so eine richtig krasse neue Waffe am Start, aber die zeige ich erst später, Freunde. Ich sage euch, die wird alles zerfetzen. Also wenn das Ding da nicht hochgeht, ich weiß auch nicht. So, wir haben hier noch so normale Bomben, die sehen so aus. Also man platziert die und dann explodieren die sozusagen. Davon platziere ich hier einfach mal ein paar, würde ich sagen. Oh, okay. Alles gut, alles gut. Ja, okay, ich habe die ein bisschen zu spät platziert, aber guck mal, dafür hat er in der Mitte so ein bisschen Schwung bekommen, ne? Hier, oh Gott, die explodieren immer noch und yo! Oh mein Gott. Okay, wir sind jetzt mal hier so bei ein bisschen anderen Bahnübergang, ja, da steht nur ein Pickup. Wir können hier nochmal gucken, wir können ja mal ganz basic versuchen, mit so einer Shotgun einfach auf den Zug drauf zu schießen. Vielleicht bringt das ja was. Na komm doch, du blöder Zug, guck mal, wie der angeeiert kommt. Hier, und jetzt schießt auf die Reifen. Ja, bringt das was, bringt das was? Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab da irgendwie... Warte mal, hier vielleicht? Ah, nee, da sieht man da nicht nochmal genau, was das bringt. Aber hier... Und... Pass auf, jetzt schieße ich da drauf. Ja, irgendwas... Ich meine, irgendwas fliegt... Wow, irgendwas fliegt da ja weg, ne? Ah, ich hab hier die... Ich hab hier, glaube ich, diese Weiche getroffen, oder wie das... Oh mein Gott, der hat einen Heartbreak gemacht. Lol. Ey, Alter, die Bahn fährt immer noch. Sag mal, wieso explodierten die auf einmal aus nichts? Die ist immer noch... Gibt immer noch Gas. Okay, lasst uns mal versuchen, mit so einem RPG vielleicht drauf zu schießen. Ja, alles klar. Okay, die sind schon mal nicht mehr verbunden. Die sind schon mal nicht mehr verbunden, haben aber immer noch die... Ich meine, die Bahn hat ja ziemlich viel Speed, ne? Ja, guck mal, jetzt rollen die von alleine weg, die Waggons. Ja, jetzt müssen die doch eigentlich... Oder jetzt vielleicht? Oh, treffe ich da überhaupt was? Sag mal, ich treffe da ja gar nichts. Hier, komm, hier drücken wir nochmal einen rein und... Na, bringt ja gar nichts. Die zieht einfach weiter, sag mal. Okay, na gut, okay, das bringt also... Nee, das können wir vergessen. Wir haben ja diesen Hammer of Dawn. Da habe ich ja letztes Mal gesagt, dass das die stärkste Waffe im Spiel zurzeit ist. Hier, ihr seht das hier. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das was bringt. Na komm, ich gehe mal hier hin und schieße jetzt mal hier und... Feuer! Oh mein Gott, ich zerlege. Oh mein Gott! Es ist schon wieder abgeschmiert, das ganze Spiel. Oh mein Gott, was passiert hier? Okay, also das Ding war auf jeden Fall stark. Einfach schon wieder abgeschmiert. Also, was ist das hier? Okay, das ist hier die Rauchwaffe. Ich weiß aber nicht, ob die so stark ist. Nee, guck mal, die macht doch gar nichts. Oder? Löst die da irgendwas in Rauch auf? Wir können mal drauf schießen mit der Rauchwaffe, aber guck mal. Das bringt ja gar nichts, oder? Nee, guck mal, das bringt gar nichts. Okay, also das Ding, das können wir absolut knicken. Dann lasst uns mal hier mit so einer Alien-Kanone das versuchen. Komm, wir schießen einfach mal drauf, vorne auf die Reifen. Bam. Oh, oh mein Gott, yo. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist aber eingezielt der Schuss auf die Reifen. Und direkt ist die Bahn zu mir gepäst. Aber auch die Hinterwaggons, Freunde, haben nichts gebracht. Ne? Also ich will, dass der Zug richtig durch die Luft fliegt. Die Alien-Waffe war ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber wie ist die Handpistole? Piu, piu, piu. Wow, oh mein Gott. Okay, da fliegt schon mal, wenn man hinfliegt, ist schon mal ein bisschen was. Wow, yo. Oh mein Gott. Ich kann hier gar nicht mehr durchgucken. Oh mein Gott. Die ganzen Waggons. Oh Gott, gleich crasht es wieder. Okay, also diesmal, also es wird immer krasser, ja? Ihr seht es ja. Immer jetzt haben wir schon richtig viele Waggons zum Crashen gebracht, aber auch noch nicht alle. Also wir wollen noch mehr. Und ich habe auch eben gesehen, dass es hier anscheinend so einen Bagger gibt. Ich würde mal sagen, wir können mal hier so ein bisschen baggern. Hier auf ganz entspannt machen wir mal den hier. Ich will hier nur in Ruhe baggern, was los? Okay, aber, oh Gott, wir haben ein bisschen Schwung bekommen, aber nein, okay, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts, okay. Das hat mir noch nicht gereicht. Ich will, dass der Bagger mal richtig zerballert. Warte mal. Das können wir auch gleich probieren. Wir können mal versuchen, mit einem Auto irgendwie reinzukommen in den Zug. Wisst ihr, so mäßig, dass man hier so eine Rampe hochfährt oder so. Aber nein, wir gucken jetzt wieder. Okay, und ja, alles klar. Diesmal der Bagger, Freunde. Das war's mit ihm komplett. So, wir können mal gucken. Ja, aber nee, da, oh, wow. Okay, da kam so ein Waggon angepisst. Aber auch der Rest zieht wieder weiter. Müssen wir noch ein bisschen was ändern. Ich habe eine ziemlich lustige Idee. Meint ihr, wir schaffen es, mit dem Bus da rauf zu fahren, dass wir es vielleicht reinschaffen? Alles klar, okay, man kommt da nicht mal mit dem Auto drauf. Na gut, dann können wir das ja absolut knicken. So, machen wir mal kurz den hier. So, okay. Vielleicht können wir hier, vielleicht kann der uns ein bisschen mitschieben auf ganz entspannte Kiste. Wo geht's denn hier überhaupt noch hin, hier hin? Da können wir auch mal gucken, ne? Ach, okay. Also hier entgleist er wieder. Oh, anscheinend geht das unendlich. Oh Gott, okay, abgekoppelt. Die ganzen Container und Kartons da drin, ne? Was ist denn da hinten noch? Hä? Ist das der Bahnhof? Also wenn da hinten jetzt wirklich ein Bahnhof ist, ne? Das sieht da ganz so aus, als müssten wir auf den Zug draufspringen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ja! Okay, ich bin drauf. Oh Gott, wie schnell ist das Ding?
Wieso wackelt das so komisch? Oh mein Gott. Aber ich bin immerhin drauf. Ja, guck mal, wir können auch einfach mal, guck mal, dann können wir ein bisschen Proviant abwerfen, sage ich mal. So. So, wir schmeißen das mal hier. Oh Gott, lol, das sind so Häuser, so Warehouses waren das, oder was? Okay, komm, ich mach das hier mal kaputt. Ich will das Ding am liebsten abkoppeln. Kann ich hier rein, bitte, in den Container? Geht das? Ja. Okay, ich kämpfe mich nach vorne durch. Nein! Hä? Ich will mich doch nur nach vorne durchkämpfen. Meint ihr, warte mal. Hoch! Ich bin unter den Gleisen! Oh nein! Nein, der Entgleis! Oh mein Gott, was ist denn da noch? Da war ein ganzes Flugzeug! Was? Der crasht einfach in so ein Flugzeug rein, der Zug. Also zu dem Flugzeug müssen wir noch mal hin. Ich würde sagen, ich drücke einfach aufs Gas, nehme hier das Auto und pilger hier einfach mal in die Richtung, ja? Das müssen wir uns natürlich noch mal genauer angucken, wie der Zug da in das Flugzeug rein crasht. Ich hoffe, wir sind natürlich ein bisschen schneller. Weil ich sag mal so, so ganz ohne ist das hier auch nicht neben so einer Spur zu fahren. Oh Gott, mal gerade so durchmanövriert. Oh Gott, wieso leckt das so komisch? Aber alles gut, alles entspannt. Wir fahren noch mal ein bisschen weiter. Wir müssen Hauptsache, wir sind schneller als der Zug, ne? Dann ist alles gut. Oh, alles gut. Bloß nicht rumdriften. Da müsste das Flugzeug jetzt eigentlich gleich stehen da hinten. Oh Gott, okay, da ist schon der Bahnübergang am Jaulen. Alles klar, das heißt, es geht gleich los hier. Okay, okay, wo ist das Flugzeug? Da ist das Flugzeug, glaube ich. Ja, hier ist das Flugzeug. Was ist hier noch? Lol, hier ist die Endstation. Hoppla. Hier ist anscheinend die Endstation. Einfach auch so ein Riesenflugzeug. Ich habe noch nie ein Flugzeug in Teardown gesehen. Okay, also ich denke mal, und hier auch hier einfach so ein riesiges Lagerhaus. Ich denke, dass der Zug hier gleich anpesen wird und einfach komplett ins Flugzeug reinballern wird. Na komm, wir gucken uns das in Slow Motion an. Boah, guck mal, dann nimmt er das Ding mit. Und jetzt ins Flugzeug und... Ja, wobei, er trifft es aber eigentlich ziemlich gut. Oh mein Gott, der Zug kann fliegen. Oh mein Gott. Ey, der ist einfach am Schweben. Wie hoch geht denn das? Oh Gott, ich laufe unten drunter durch. Okay, alles ganz entspannt hier. Okay, aber selbst hier ist er wohl. Da pest er durch. Und jo, das war's mit dir, Bahn. Oh, wieder zum Stehen gekommen und nicht mal alle Waggons runtergeflogen. Okay, Freunde, also, was spielt denn da in der Luft? Nanu, was steht denn da? Abo? Abonnieren? Ihr sollt den Kanal abonnieren. Also macht das mal gerne, Freunde. Ich sag mal so, irgendjemand hat das hier anscheinend dran gesprüht. Ich würde sagen, ich habe euch lang genug auf die Folter gespannt. Ich packe hier einfach mal die neue Waffe aus. Und zwar ist das nicht richtig eine Waffe, sondern eher eine Fähigkeit. Ich kann zum Beispiel sagen, hier, ihr seht das schon, so eine Hand habe ich da so vor mir. Ich kann zum Beispiel sagen, Zug, du wirst jetzt aufgehalten. Wow! Das müssen wir nochmal versuchen. Ich hoffe, diesmal schmiert der ganze Spaß nicht ab. Wir können ja ein bisschen so von der Seite, da muss er vielleicht nicht ganz so viel laden. So, da kommt der Zug wieder angefahren und guck mal hier. Guck mal, was das einfach ist. Okay, oh! Okay. Okay, also ihr seht es hier schon so ein bisschen, ja? Also mit dieser Waffe, oh mein Gott, ich sag euch, das ist die stärkste Waffe im ganzen Spiel. Guck mal, ich guck nur in die Richtung. Und der Zug hat nicht mal eine Chance, irgendwie überhaupt zu mir zu kommen. Guck mal, wie das Ding durchzieht. Es fängt einfach an zu fliegen. Lol, es fliegt alles um mich herum, ne? Hier, das Ding soll weg. Oh mein Gott, guck dir die Schlange mal an, wie sie wegpisst. Yo. Und weg ist er. Weg ist der Zug. Und was ist hier noch? Oh, okay, hier der Bagger. Alles klar. Oh mein Gott, guckt euch diese Waffe mal an. Wie krass ist die? Ey, wir können alles Mögliche damit wegpusten. Ich sage euch, also, damit können wir auf jeden Fall in der Zukunft richtig, richtig viel Spaß haben. Ich würde auf jeden Fall sagen, Freunde, das soll es wieder mit der heutigen Folge Teardown gewesen sein. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt auch gerne was Nettes in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich auch gerne ein Like und ein Abo da. Tut mir jetzt noch einen Gefallen, checkt gerne eins von allen beiden Videos aus. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr Teardown findet. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.